Meine lieben Damen und Herren, willkommen bei einer neuen Folge der Karel Sanchez Show. In einem Vision Apartment in Wolframplatz. Wunderschöne Location mit der Anja Graf. Freut mich sehr, bist du da? Gleichfalls. Danke vielmals. Anja, so viele Fragen, wir haben zu wenig Zeit. Ich würde sagen, wir starten am besten gerade. Du hast 1999 angefangen mit Vision Apartments. Mittlerweile über 300 Mitarbeiter in 5 Ländern. Kannst du ganz kurz erzählen, wie ist es dazu gekommen? Ja, also angefangen hat alles ziemlich klein, muss ich sagen, neben der Schule. Ich hatte eine Modelagentur und also eigentlich habe ich zuerst selber als Model geschafft. Ich habe nachher eine Modelagentur gegründet mit ein paar Kollegen zusammen und habe dann für die Models später Apartments gesucht. Und da das Model-Business nicht so lukrativ war, oder irgendwann war auch die Euphorie vorbei und ich habe mal auch irgendwie ein bisschen, ja, ich habe mich dann irgendwie über Wasser halten, meine Rechnungen zahlen. Dann bin ich irgendwie in das Immobilienbusiness geswitcht. Ja. Also eigentlich zuerst selber Model vor der Kamera und irgendwann gesagt, weißt du, ich will noch mehr, ich kann noch mehr. Okay. Wir kennen dich aus der bekannten TV-Show «Die Höhle der Löwen». Du bist eigentlich die Löwin in dieser Höhle in meinen Augen. Du hast einen Juryplatz bekommen. Was haben die Erfahrungen in dir ausgelöst? Was hat das Format mit dir gemacht? Bist du noch gleich, Anja? Oder? Ja, also ich zuerst mal, es gefällt mir extrem gut, weil das versetzt mich zurück, 20 Jahre zurück eigentlich zu meinen Anfängen. Oder man sieht die meistens doch eher jungen Gründer, die noch mit riesen Euphorie dabei sind. Und das ist wirklich eine riesen Inspiration für mich selber auch. Ja. Und was ist denn so das absolute Highlight gewesen? Was war der most memorable moment von «Höhle der Löwen»? Sagst du, da vergesse ich nie mehr? Ja, es gibt, es hat verschiedene so Moments gegeben, aber es hat natürlich ganz viele Firmen gegeben, die gekommen sind, oder die Startups, die sehr impressive gewesen sind, wo man dann auch können Ideen rausziehen konnte, oder ja. Also Fondpass hat es eigentlich nicht viel gegeben, muss man sagen, das war alles recht gut organisiert gewesen. Ja, vielleicht der einzige, vielleicht sogar von einer von meiner Seite oder vom nein, schon von meiner Seite. Irgendwie einmal bin ich sogar eingeschlafen, glaube ich. Aber das schneidet sich alles übrigens. Ja, genau. Aber das ist gut. Wenn wir gerade bei Unternehmern und Startups sind, es gibt da tausend Wegweisen, wie man erfolgreich Unternehmer wird. Und trotzdem wären das, ehrlich gesagt, die wenigsten. Was sind deine drei heißeste Tipps für junge Unternehmer, für Startups, die wirklich auch mal so wollen, wie du können wachsen und sonst ein grosses Business aufbauen? Und nicht früh aufstehen und viel Wasser trinken oder so, sondern wirklich, weißt du, etwas, was man vielleicht nicht in jedem dritten Rock eben sieht. Was wären deine drei Tipps? Also, mein allererster ist eigentlich, gut, sorry, ich kann auf Englisch, the most effective way to do it is to do it. Also, eben, die meisten, die überlegen und machen, und ich habe kein Netzwerk, ich habe dieses nicht, und da müssen wir noch das machen. Nein, steh auf, geh an, mach's. Und dann nimm Probleme vorzu, wie es kommt. Und studiere nicht an einem Problem, das noch gar nicht da ist. Weil als Unternehmer gibt es eigentlich genug Probleme, die da sind. Und die musst du lösen. Also, schön ist, gesagt, ja. Und noch einer, was würdest du jemandem noch mit? Jetzt mehr, gibst du mehr mit auf den Weg für meine Karel Sanchez Show? Dass wir mal in Madison Square Garden landen. Was gibst du mir noch mit? Ja, was muss man noch mit? Was muss man noch haben als Mensch? Ja, es ist halt schon so. Das meiste ist halt wirklich Disziplin. Also, sure, yeah. Dass du eigentlich jeden Morgen aufstehst und wieder am gleichen Strick ziehst. Ja. Und wichtig auch, was vielen nicht bewusst ist. Oder die denken, gerade wenn du etwas am Aufbauen bist, dann nachher kommen die ja wie. Du redest ja mit Leuten und so, und dann kommen wieder neue Inputs. Und dann, dass man einfach dort Eier hat, um zu sagen, nein, ich muss halt alles nochmal ändern. Also, ich muss wirklich wieder in. Ja, ich habe jetzt halt eine neue Erfahrung gemacht und jetzt muss ich alles nochmal neu aufgleisen. Und viele getraut sich das nicht, weil natürlich, da kommt natürlich ein Widerstand im Umfeld, genau, oder? Ja. Wow, das muss ich in meinen Ohren. Warte, ein Scheissäckel. Ah, darum ändern wir Karel Sanchez schon jedes Mal. Genau, das ist der Grund, oder? Die Eier sind auf jeden Fall da, das finde ich gut. Gerade noch Geld. Was ist es für dich? Ich sage immer, Geld ist Energie. Wenn du Energie rausgehst ins Universum, kommt irgendwann auch Geld zurück. So viel vielleicht auch, wie du wirklich dann auch willst und brauchst und vielleicht noch mehr. Was ist Geld für dich? Ja, du hast es eigentlich schon gesagt. Geld ist eine Art wie ein Faktor. Zeit, Geld. Das sind alles
eine Art Energie, wie du sagst, eine Art rausgehst. Und wichtig ist einfach, also gerade als Unternehmen, und ich habe auch viele Unternehmen, die ich kenne, die wirklich erfolgreich geworden sind, die haben nie aufs Geld geschaut. Also auch wir, bei Vision Apartments. Wir haben nie gesagt, ja komm, wir tun den billigen Teppich, das ist eine kleine Wohnung, tun wir die billige Küche. Wir haben einfach immer das gemacht, was wir für richtig gefunden haben, und dann ist der Erfolg irgendwie gekommen. Also man muss selber dahinterstehen können. Mhm. Und dann kommt das Geld schon. Ja. Mega cool. Gewohnheiten bestimmen unser Leben. Es gibt die Erfolgstipps, ja, eben, steh morgen um 4 Uhr auf, mach mal 2 Stunden Sport, du meditierst 17 Mal, bla 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 bla. Was sind deine Rituale, deine täglichen? Hast du eins oder mehrere? Oder sagst du, zieh es durch, egal was. Und das gehört zu meinem Erfolg. Wie gesagt, die einzige Konstante ist eigentlich die Veränderung. Wow, und, okay. Ich hasse Ritual. Oder ich hasse etwas, was immer gleich ist. Ja, ich meine, es ist vielleicht zum Teil für andere ein bisschen schwierig, weil eben das hat natürlich dann, ich sage jetzt, die Konsequenz, dass man zum Beispiel zu spät zu einem Meeting kommt. Übrigens, es war pünktlich, einfach, dass ihr es wisst. Okay, cool, aber du tust eigentlich da diametral dagegen stehen und sagst, ich hasse Ritual. Ja. Veränderung ist die einzige Konstante. Das heisst, mach jetzt wie der Bruce Lee. Der Bruce Lee hat immer gesagt, er müsse wie Wasser sein. Weil Wasser findet bei jeder Veränderung immer seinen Weg. Ja, das ist auch gut. Ja. Cool, in dem Fall. Nächste Frage. Wo fühlst du dich am meisten daheim und warum? Weil eben, du bist Globetrotterin, Cosmopolitan, bist überall unterwegs. Wo fühlst du dich am meisten daheim? Ja, ganz ehrlich, schon in Bukarest. Weil ich meine, ich bin dort seit ein paar Jahren, wohne ich dort. Und dort habe ich auch meinen Partner und meine Wohnung und mein Zeug. Da, wenn ich da bin, bin ich halt, ich meine, ich habe Kinder und ich bin regelmäßig da, um die Kinder zu besuchen. Aber weil sie mit meinem Ex-Partner wohnt, ist das natürlich dann auch eher für mich, bin ich ein Gast dann, wenn ich komme. Ja. Verstehe ich. Also Bukarest ist wirklich dein Zuhause. Ja. Ich glaube, Michael Jackson ist auf einer Welttournee mal in Bukarest gewesen, hat eines seiner grössten Konzerte dort gespielt. Was ja, darum sind alle Rumänen Michael Jackson Fan geworden. Das ist ein bisschen mühsame Nebensache. Schon? Ja. Ja, weil mir hat schon viele gesagt, geh mal auf Bukarest. Ich habe es noch nie geschafft. Nein, das musst du unbedingt. Was muss ich als erstes machen, wenn ich dort bin? Das ist mir irgendein Touri-Tipp. Also ich habe ja lange in Warschau gelebt und ich finde, auf Bukarest kann man nicht vergleichen, weil es ist so eine, ist natürlich auch mehr im Süden unten. Dann ist es schon sehr so mediterran. Es hat ganz viel Grün in der Stadt, es hat ganz viele Strassencafés. Es ist aber doch alles, eben für einen Unternehmer sehr, also du siehst überall ein Haus, das könntest renovieren und wie noch Fahrrad draus machen. Es ist okay. Einfach eine Inspiration. Und eben, was man zuerst machen sollte, ist, es hat so künstlich angelegte Seen. Also, dass man einfach dort runtergeht, relaxed, cool. Etwas Schönes isst und die Sonne und das Wasser genießt, ja. Ah, so habe ich mir gemerkt. Und das ist wirklich 10 Minuten vom Zentrum. Also 10 das, Minuten? Also, das ist im Zentrum, sagen wir so. Und du kannst dich entspannen, ist ein Wohlfühloase, ja. Sozusagen. Ja, und ganz viele Clubs und Bars und Restaurants, ja. Also, Dancing in Bukarest. Ja, unbedingt. Also das Nachtleben ist natürlich auch cool, ja. Mach den Moonwalk in Bukarest. Ja. Du bist eine grosse Unternehmerin heute. Ist das schon dein innigster Traum gewesen als Kind oder hast du etwas ganz anderes wollen, was du im Leben machen wolltest, als du noch die kleine junge Anja warst? Also, ich wollte eigentlich Sängerin werden, aber nicht unbedingt. Also ich bin nicht gerne so vor einer grossen Audienz. Aha. Ich wollte immer in einer schummrigen Bar Jazz-Sängerin werden. Wäre cool, ja. Ja. Das war irgendwie ein Traum gewesen. Und, hast du schon mal jemand erzählt? Nein, was haben wir noch nie gesagt? Regie, ja, wir haben Futter für die Medien, gut. Okay, cool. Ja. Und hast du dann auch ersten Schritt gemacht in diese Richtung, zu dieser schummerigen Jazz? Ja, ich habe dann irgendwo in einem Heftchen mich beworben als Sängerin mal. Also so bin ich cool. Vielleicht etwa 14 gewesen. Leider haben sie mir dann nie mehr zurückgelegt. Ihre Fehler? Ich habe dann selber herausgefunden, so also irgendwie, ich glaube, meine Stimme, das ist nicht so, ja, das, was hätte müssen sein. Aber trotzdem, darum habe ich auch in dem kreativen Business eben Modelagentur, Künstler und so. Ich habe mich eigentlich immer dort getummelt. Und der Punkt war einfach, schlussendlich die immer alles organisiert hat, bin ich gewesen.
Darum bin ich wahrscheinlich dann doch in das Unternehmertum hineingerutscht, ja. Aber cool, hätte ich jetzt nicht gedacht, auf erst. Also der Look hättest du natürlich, das ist klar, oder? Aber cool, ja. Ich selber mache auch ein bisschen Musik, singe dann noch Ständchen. Off-Camera natürlich. Was treibt dir Tränen in die Augen? Ausgenommen von Zwiebeln und solche Sachen, die dazu führen. Was treibt dir Tränen in die Augen? Ja, also eigentlich die ganze Geschichte mit Corona, aber ich möchte jetzt da eigentlich nicht näher drauf eingehen. Das verstehe ich. Und sonst kann es auch ein alter Disney-Film sein, wenn am Schluss Happy End ist und sie verliebt sind und alles gut ist. Bist du nicht am Wasserboot, dass so Sachen angeht? Oder bist du eher... Ja, schon. Das schon sicher dann schon mal. Ja. Aber ich kann auch... ich komme auch rein über von Lachen. Also. Mhm. Ja. Also kannst du auch gerne... Das ist natürlich das Beste. Ja. Ich habe gerne Schadenfreude. Also, aber nicht, wenn Leute sich extrem weh machen oder irgendetwas, aber ich weiss nicht, das löst etwas aus. Das kannst du fast nicht vergleichen, auf jeden Fall. Ja. In der GoP-Zeitung hast du Interesse also an esoterischen Fragen signalisiert und gesagt, dass dich das interessiert. Der amerikanische Geschäftsmann, Visionär Elon Musk, hat gesagt, dass er ziemlich überzeugt ist davon, dass wir in einer Simulation leben. Mhm. Matrix, blaue oder rote Pille. Jetzt sind wir bei esoterischen Fragen. Was sind deine Gedanken zu dieser These? Wir leben in einer Simulation. Ist das real? Sind wir gerade da? Ja, also vielleicht zuerst mal mit Matrix bin ich eingeschlafen. Darum ich also nicht. Beim Teil 1? Bei oder? Beiden. Irgendwie. Okay, cool. Ich habe zu spät geschaut. Aber es war wirklich nicht interessant für mich. Aber ich sage jetzt so zu dieser These. Also was mir oft aufgefallen ist, wenn man es schafft, sich etwas vorzustellen. Und man irgendwie einfach auch ein Mensch ist, wo das halt, ich meine, es gibt ja auch so eben die Meditation und so, es geht ja alles in die Richtung, dann wird es eben Wirklichkeit. Und also das, zum Beispiel, ich bin auch jemand, mein Partner, der regt sich so auf, wir schauen manchmal so Horrorfilme und ich bin wirklich, ich gumpe auf ihn und krabble und, weil ich bin wie dem Film rein, ja, oder? Ja. Und ja, von dem her, Das denke ich zu dem Thema, dass man kann alles erreichen, wenn man sich vorstellen kann. Unsere Vorstellungskraft, genau, ja. Ist wirklich und unsere anders. Welt schlussendlich, eben nochmal zu dieser Simulation, ist eigentlich das. Einfach das. Und wir manipulieren es jede Minute selber. Also wir sind unsere eigenen Puppet Masters, du hast nicht das Gefühl, wir sind in einem Goldfischglas in also was irgendeiner ich, Stube von irgendeinem anderen Individuum, wo mit uns spielt, wo uns also anschaut und so, lacht. Was ich das Gefühl habe, ist, dass wir eigentlich, dass das eine Symmetrie ist. Genauso wie wir in die Vergangenheit können schauen, uns erinnern, werden wir irgendwann mal in die Zukunft schauen. Hundertprozentig. Der Teil von unserem Hirn ist einfach noch nicht aktiviert. Und, hat Albert Einstein ja schon gesagt. Echt? Da ist noch vieles, was man aktivieren könnte. Und Zeit ist eigentlich der Zeitstrahl. Es gibt eigentlich keine Vergangenheit und keine Zukunft, sondern der Zeitstrahl funktioniert anders, als wir das wahrnehmen. Und ich glaube auch, dass das Modell von der Zeit viele Leute auf Stress bringt. Weil was ich höre, auch jetzt in meinem Jahrgang, die ersten grauen Haare und nein, ich werde älter, jetzt bin ich schon so, jetzt bin ich schon 3, 4, 50 und. Also das Zeitding bringt Leute irgendwie auf Stress. Oder viele leben in der Vergangenheit, haben schlechte Erfahrungen gemacht. Jeder von uns hat in der Kindheit auch seine negative Erfahrungen. Und ich glaube, wenn wir im Jetzt leben und uns lösen von dem Ganzen, sind wir frei. Spannend auf jeden Fall, deine Ansicht zu hören, was das angeht. Was ist für dich die spannendste esoterische Thema, wo du stundenlang darüber reden kannst? Ist es Huhn oder das Ei oder der Sinn von unserer Existenz? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, über das könnte die stundenlang philosophieren? Ja, schon so Erlebnisse, wenn Leute zum Beispiel ich sage jetzt Geister gesehen haben oder so, das finde ich schon sehr spannend. Ja. Oder ich meine, ich finde es auch sehr spannend, aber es hat jetzt, ist weniger esoterisch für mich, das ist mehr so aus Erfahrungswert, kann ich auch über Sternzeichen stundenlang reden. Sehr cool. Wir haben ja vorher schnell schon darüber geredet, oder? Wir beide haben eigentlich das gleiche Sternzeichen doppelt, oder? Was sagt man über die? Ich bin jetzt doppelt Jungfrau, du bist doppelt Wassermann. Was sagt man darüber, wenn Leute zweimal das gleiche Sternzeichen haben? Da bin ich jetzt nicht ganz im Bild. Ist das einfach noch intensiver, denn in den Charaktereigenschaften? Ja, also da habe ich jetzt auch nichts Spezifisches darüber gehört. Aber es ist schon so, es fällt manchmal auf, dass doppelte Zeichen
treffen. Eben, gell? Also ich kenne viele doppelte Zeichen. Okay. Ja. Und woher kommt die Faszination vielleicht noch für das Ganze? Hat das früh angefangen? Nein, das hat einfach mit der Erfahrung, ich habe mit der Zeit gemerkt, es ist schon so, ich sage jetzt, ein Widder ist immer so und ein Krebs ist immer so. Und man findet ja die auch in verschiedenen Berufen. Also dann habe ich zum Teil auch darauf geschaut, dass jetzt vielleicht ja, nicht gerade, man merkt dann in dieser Abteilung oder Buchhaltung hat mehr halt Jungfrauensteinbock, mehr Erdzeichen. In den kreativen Abteilungen sind viel Zwillinge. Ja, schon noch spannend. Ja. Ich glaube, die Sterne verraten uns vieles, wenn wir sie deuten können. Wir kommen jetzt zu einem Format, wo seit der ersten Folge von der Cora Sanchez Show Bestand hat, klipp und klar. Ich nenne dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen und natürlich mit einer kurzen Begründung. Oh. Ja, die erste ist eigentlich hat sich schon erledigt. Ich mache es trotzdem. Zürich oder Bukarest? Bukarest. Ja, das ist einfach mein Zuhause. Ja. Büro oder im TV-Studio? Wo bist du lieber? Wo fühlst du dich wohl? Ja, ich glaube schon in einem TV-Studio, weil cool. Büro ist auch wieder zu fest. Also jeden Tag ins Büro, das ist schon das irgendwie belastend. Ja. Und TV-Studio, da tue ich noch schnell anknüpfen. Wolltest du weiter so Sachen machen? Sind das schon Sachen in Planung? Kann man vielleicht schon etwas sagen? Oder bist du dir noch am Gedanken machen, wie deine TV-Karriere weiter soll gehen? Ja, also es muss schon passen. Ich meine, Höhle der Löwen hat wirklich gepasst. Ja, voll. Ja, selbst erklären. Aber so Bachelorette wäre nicht der Fall. Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Aber ja. Ich hätte schon noch ein paar lustige Ideen. Ah, wirklich? Ja. Okay, wir sind gespannt im Fall. Der ist gut. Schwiegerkloster oder Diskothek? Ja. Wenn du einmal musst sein. Ja, schon Diskothek. Ich sehe dann auch Tanja Graf mal am Tanzen. Was ist für Musik, die dich zum Tanzen bringt? Ja, so Hip-Hop, R&B. Ah, so. Cool. Ja. Okay. Fahrrad oder Privatjet? Wo könnte ich dich eher sehen? Ja, Privatjet ist schon cool. Ja. Ja. Gut. High Heels oder Sneakers? Ja, das ist klar. Ich glaube, sogar zum Rennen lege ich High Heels an. Wirklich? Ja. Und du hast nie Schmerzen oder so, sondern die. Das ist wie in der Nein, Welt. Ich komme wirklich Muskelkater, wenn ich irgendwie gezwungenermaßen wirklich mal Sneakers muss anlegen, dann habe ich nachher Muskelkater am nächsten Tag. Cool. Anarchie oder Staatsapparat? So was fühlst du dich mehr hergezogen, wenn du musst entscheiden? Schon in der Anarchie. Mhm. Aber ich bin froh, dass es einen Staat gibt und dass es da Regeln und Ordnung gibt. Ja, ja, denke ich auch. Neue Standorte eröffnen oder einen Familienurlaub? Was würdest du jetzt eher gerade machen im Moment? Ja, das ist eine schwierige Frage. Aber ich könnte sie kombinieren. Logisch. Habe ich jetzt nicht bedacht bei dieser Frage. mit was stoße ich eher an? Güppli oder einen Proteinshake? Ein Güppli. Ja. Gibt es ein favorisiertes Getränk zum Anstoßen für dich? Kann man also zum Anstoßen natürlich schon Güppli, aber es müsste dann einfach gute Qualität sein. Ich komme recht schnell den Kopf über von so komischem Alkohol. Von so Fusel. Aber so mein Lieblingsdrink ist eigentlich Wodka Tonic. Wodka also früher Wodka Red Bull, aber als ich nachher immer um 3 Uhr der Nacht aufgewacht bin und so zitternd habe, habe ich gedacht, ich muss mal umstellen. Gute Idee. wer möchtest du lieber am Esstisch, vis-à-vis hat Dalai Lama oder Arnold Schwarzenegger? Mit wem würdest du lieber etwas essen und dich unterhalten? Ja, auf jeden Fall der Dalai Lama. Mhm. Cool. Er ist auch einer von meinen ganz grossen Zielen, dass wir ihn besuchen können. Im Namen von der Cora Sanchez Show. Ich habe viel von ihm gelernt. Es gibt so ein Büchlein von ihm, 100 Weisheiten über die Liebe und das Leben. Und ich finde es wunderschön, was der Mensch uns weitergibt. Mhm. Candlelight Dinner oder Jahresabschluss? Candlelight Dinner. Schon? Ja. Was isst du am liebsten? Hast du einen Lieblingsspeis? Vielleicht aus deiner Heimat oder so? Was kommt bei dir am liebsten auf den Teller? Man könnte es aussuchen. Ja, ich war jetzt gerade in Kroatien und ich bin total fasziniert von dem Essen. Also wirklich, das ist so eine coole Kombination, so ein bisschen vom Östlichen, aber dann auch vom mediterranen Essen und ja, das war der Hammer. Kochst du selber? Du schaust in der Küche und bist
Bist du ein Zauberer oder bist du lieber jemand, der heransitzt und etwas feines Essen bekommt? Ja, ich koche schon, aber das ist eben, das Problem ist, ich kann es nicht zweimal, ich kann es nicht wieder kochen. Also ich koche es und dann, wenn alle Glück haben, dann ist es gut, dann kann man es essen. Es kann auch sehr gut sein. Aha. Aber ich kann dann, wenn ich es wieder probiere zu machen, kann es auch nicht mehr gut sein. Also. Okay, also mehr nach Gefühl. Ich bin auch so ein intuitiver Koch, ich rühre einfach irgendwann mal etwas drin und dann schmeckt es oder nicht. Genau. Cool. Sie fliegt, aber ich habe natürlich noch etwas vorbereitet. Wenn ich schon die Chance habe, dir etwas zu pitchen, würde ich die Chance natürlich gerne nutzen. Ich habe mich für einen Elevator-Pitch entschieden, 30 Sekunden. Ich habe vorher gerade geschrieben, das heisst, ich muss leider etwas ablesen. Aber Anja, ich wäre froh über deine Einschätzung. Du musst ja vielleicht nicht gerade schon Geld in den Pott hineinwerfen, aber du kannst mir auch vielleicht einfach so ein bisschen dein Feedback geben, so wie du es auch bei Höhle der Löwen gemacht hast. Ihr habt ja dort keine 30-sekündige Elevator-Pitches, die gehen ein bisschen länger in der Regel. Aber vielleicht können wir trotzdem einen kleinen Dialog führen. Bist du bereit? Ja. Gut. Ich tue durchstoppen und in 30 Sekunden muss ich fertig sein. Anja, es geht los in 3, 2, 1. Liebe Anna, mein Name ist Karel Sanchez. Ich und mein Team haben das geilste Entertainment-Format auf der Welt kreiert. Ob auf dem Bildschirm oder auf der Live-Bühne, wir bieten das Entertainment-Feuerwerk skalierbar bis ins TV-Hollywood-Studio und auf die Bühne von Madison Square Garden. Wir können potenziell Milliarden von Menschen erreichen mit unserem Content und du weißt, Reichweite und Aufmerksamkeit ist in der heutigen Welt die wichtigste Währung. So, meine Frage, liebe Anja, lautet: Hast du schon einen Stift, um unsere Kooperation zu besiegeln? Und wenn nicht, siehst du, es ist der Vorführeffekt, ich habe eigentlich einen Stift dabei, wäre er jetzt da, 30 Sekunden. So, Anja, was sagst du? Ja, klingt super interessant, aber ich habe ja in der vorletzten Sendung war ja der DJ Antoine dabei, ich mache es jetzt wie er. Aha. Ich sage jetzt, ich gebe da kein Geld, sondern ich könnte meine Apartments benutzen und dafür komme ich dann auch in eurer Show. Wow, cool. Ist das ein Deal? Ein Deal, ja. Also wahrscheinlich habe ich meinen Stift gefunden. So. Das ist ein Trick. Deal in dem Fall. Gut. Und grüße an Konrad natürlich, auch ein guter Bekannter. Danke vielmals für die Einschätzung in dem Fall. Und ich denke, bei einem richtigen Pitch, auch allgemein, wenn Leute sich ja wirklich wollen, Investoren holen, ich meine, da wird extrem ins Detail beleuchtet, wer ist die Person wirklich, wie sind sie finanziell aufgestellt. Ich meine, das ist schon noch ein Prozess, oder? Mhm. Du wirst eh nie einen Katz im Sack kaufen in dem Sinn. Du müsstest schon noch ein bisschen mehr wissen, wer ich bin, was meine Hintergründe sind, was das Businessmodell ist, ja, und wie skalierbar das ist, gell? Mhm. Und das natürlich hoffentlich zum nächsten Mal dann mit ein bisschen mehr Zeit. Anja, es hat mich sehr gefreut. Mhm. Danke dir vielmals für deine Zeit. Jetzt noch ein Appell an alle, die schön wollen, immobilierte Apartments gehen und eine schöne Zeit haben, auf Geschäftsreisen sind oder auch sonst wollen, an einem Ort nächtigen, wo man vielleicht nicht jeden Tag kann sein kann, gehen zu Vision Apartments. Anja Graf, für das Werk. Mega Respekt für dein Lebenswerk, eins von deinen Lebenswerken. Und in dem Sinn würde ich sagen, hier seht ihr eingeblendet, die Internetseite von Vision Apartments und Karel Sanchez Show, Abo, Glocke, ihr kennt das Zeugs. Habt Sorge, macht Liebe, macht kein Seich, bleibt, wie ihr seid. Und in dem Sinn sehen wir uns gleich wieder, bleibt gesund. Das ist Anja Graf, danke vielmals für deine Zeit. Danke dir. Und wir sehen uns bald. Tschüss. Tupac.